Ja, was soll ich denn die Zutaten jetzt herkriegen? Der ist ja witzig, hey. Ah, hier. Baldrian. Holzkohle. Disteln. Sehr gut. Okay. Wasser. Bereite Wasser, eine Handvoll Baldrian. Also einmal Baldrian, zweimal Distel. Gib die Disteln in den Kessel und lasse für zwei Sanduhrdurchläufe kochen. Gib den Baldrian hinzu und lass alles für einen kochen. Lass das Gemisch abkühlen. Zwei Distel rein, zwei Zanduhrdurchläufe. Also. Aqua Minerale. Dann. Und jetzt noch für einen Sando durchlaufen, ne? Jetzt lasse ich es abkühlen. Nein! Warum hat er das sofort rein? Ich wollte es auf den Tiegel legen. Oh, hat geklappt. Okay. Glück gehabt. Kleine Fehler darf man da nämlich machen, wie mir scheint. Ich dachte halt, er legt die Holzkohle erstmal auf den Tiegel, dass ich den dann einfacher reinhauen kann, aber dass der das dann sofort da reinknallt. Aber ein Glück hat's ja, war es ja fast am nicht mehr kochen. Was ist denn hier? So. Hätten wir das auch erledigt? Thank you.
Dann können wir den plündern. Der andere Kumpel. So, hoffentlich habe ich die auch richtig diagnostiziert, ne? Weil ich letztes Jahr ja gar nicht mehr gelesen, weil ich mir so sicher war. Schaut mal an. Hey, Freundchen, du kannst dir keine Waffe ziehen. Oh nein, das ist das Haus. Das böse Haus. Muss ich da echt rein? Ja, hoffentlich stürzt es jetzt halt nicht mehr ab, ne? Oh Mann. Wir haben keinen Retterschnaps, war ja klar. Ja, Leute, müssen wir uns noch einbrauen vorher, ne? Oder wir reiten schnell hier hoch und pennen da. Wie beim letzten Mal, aber ich kann jetzt nicht einfach in das Backhaus reingehen, dann ist schon wieder alles weg. Das wäre schade. Nee. Jungs, dann speichern wir hier erstmal oben. Und geben dann das Risiko ein. So. Spiel gespeichert. Was soll jetzt noch schief gehen, ne? Daumen drücken. Also, hier bin ich. Wie ist die Lage? Leider nicht allzu gut, Junge. Hast du das Heilmittel? Ja, hier ist es. Ich werde 4 Dosen nehmen, du den Rest. Ich kümmere mich um Strohs Familie und du übernimmst Melichas Frau und die anderen. Sie lassen mich nicht zu dem Gefangenen. Sie wollen, dass er leidet. Auch wenn er schlimme Dinge getan hat, aber eine sterbliche Seele so zu behandeln. Vielleicht kann ich sie überzeugen. Ich habe ihnen Hilfe versprochen und mein Wort gehalten.
Sie müssen mich zu ihm lassen. Mag sein, aber in der kurzen Weile, die ich hier bin, habe ich festgestellt, wie verstockt die Leute hier sind. Ich kann's einfach nicht lassen. Gott sei mit dir. Ich habe herausgefunden, was die Ursache der Krankheit sein könnte. Und? Ihr solltet euer Trinkwasser überprüfen. Nikodemus und ich denken, dass es auf Gift hinausläuft. Wäre nicht leicht, die Quelle zu vergiften, aber was ist mit dem Brunnen? Oh Gott, ich fasse es nicht. Ich habe einen Verdacht. Den Schwein genügt's also nicht, dass der junge Stroh hin ist. Diese Bastarde! Ich habe euch Hilfe gebracht, wie versprochen. Lässt du mich zum Gefangenen? Sicher lasse ich dich, natürlich. Mein Junge, wenn dein Trank wirklich gegen diese Geißel hilft, hast du im Dorf freie Hand. Ob ich die Seuche besiegen konnte, wird sich erst zeigen. Es wird ein paar Tage dauern, ehe das Heilmittel seine Wirkung zeigt. Ich weiß, aber allein die Tatsache, dass es jemanden kümmert, bedeutet uns viel. Wichtig ist, dass ihr jetzt wieder auf die Beine kommt. Kümmere dich nun um... Wie heißt dein Weib eigentlich? Hannah. Kümmere dich gut um sie. Jetzt öffne den Schuppen. Okay. Jetzt warten und sehen, was passiert. Ja, wird er jetzt noch heile oder nicht? Mein lieber T, als ich unsere Währungsreform mit dir diskutierte, sah ich gewiss nicht voraus, wie sich die Situation entwickeln würde. Keinesfalls habe ich zugestimmt, dass die fraglichen Münzen zur Rekrutierung von Banditen und Söldnern aufgewandt werden, um dadurch Gemetzel und Unruhen in Provinz hervorzurufen. Es entbehrt jeglicher Vorstellungskraft, was passieren würde, wenn uns jemand vor dem mit dem Massaker von Neuhof in Verbindung brächte. Ich verständige dich hiermit, hochlöblicher Herr, dass ich nicht beabsichtige, an weiteren Unternehmungen mit dir oder deinen Ressourcen teilzunehmen. Ich bitte dich eindringlich, mit größerer Zurückhaltung fortzufahren, da ich erfahren habe, dass ein deutscher Ritter aus Passau Nachforschungen über gefälschte Groschen in der Region anstellt. Dieser Ritter, so wurde mir gesagt, nächtigt derzeit in einer Schenke zu Sasau. Zu viele Augen blicken in unsere Richtung. Ich hoffe und vertraue darauf, dass du meine Entscheidung, unsere Zusammenarbeit zu beenden, verstehst und achtest mit tiefstem Respekt es.
So. Dann warten wir doch mal ein bisschen. Ob das Heilmittel hilft. Wir haben den zwar gerade beklaut, aber ich denke, das ist halt ein optionaler Lösungsweg der Quest. Eigentlich würde ich Merho jetzt schon gerne retten. Willkommen zurück unter den Lebenden. Na, wer bist du? Ich bin Heinrich und ermittle im Auftrag von Herrn Ratzig-Kobilla. Oh, verstehe. Mit mir wirst du leichtes Spiel haben. Wie das? Ich werde dir keinen Ärger machen. Eine weise Entscheidung. Ich bin ein weiser Mann. Ich möchte, dass es schnell geht. Will den Rattaier Henker nicht unnötig aufhalten, wenn du verstehst. Ich verstehe. Was willst du wissen? Alles. Sag mir zuerst, wer hinter all dem steckt. Wem folgst du? Dem Gold, Junge. Jeder andere auch. Das ist nichts Neues. Aber wer hat dich bezahlt? Ich bekam meinen Sold von Wicht. Wie alle in Pribislawitz. Wicht wiederum bekommt sein Geld vom Anführer. Und der lässt es münzen. Wer von den Banditen ist der Anführer? Denkst du, er wäre ein Bandit? Wenn er das hörte, würde er deinen Kopf auf einen Pfahl stecken. Niemand weiß wirklich was über ihn. Nur, dass er kein Tscheche ist. Ein Fremder also? Ist er Deutscher? Glaube ich nicht. Aber sicher kein Tscheche. Und er hat Geld wie Heu. Würde meinen Hals verwetten, dass er ein Blaublüter ist. Wegen seinem Aussehen? Ja, seiner Rede nach. Jeder kann sich wie ein Blaublüter kleiden. Aber er redete daher wie einer. Wo ist dein Anführer jetzt? Kein Schimmer. Nach Pribislawitz befahl er uns, Meerheue zu überfallen. Kam aber nicht mit. Ging sonst wohin. Aber ich schätze nicht, dass ihr lange vor ihm Ruhe haben werdet. Also befiehlt dieser Anführer alle Überfälle? Was sagst du? Ich sage, du siehst das alles falsch. Ach ja? Du willst wissen, wer das Sagen hat und wer wem gehorcht. Nun, Banditenlager sind kein Adelssitz. In Pribislawitz gab es alle möglichen Banden, große und kleine. Räuberbarone, die ihre eigenen Männer hatten und von ihnen mein Herr genannt wurden. Und gewöhnliche Strolche, arm wie Kirchenmäuse. Männer kamen und gingen. Viel Gezänk, Mord und Totschlag. Alte Freunde und alte Rivalen trafen aufeinander. Weißt du, was ich meine? Schätze schon. Es war ein einziges Durcheinander. Hauptsache, keiner stellte Fragen. Mir war es scheißegal, wer der Anführer war, was er im Sinn hatte und ob er ein Ei hatte oder zwei. Mir ging's nur ums Geld. Aha. Woher wusstest du von Pribislawitz? Wer brachte dich hin? Ein Kerl namens Morcock. Wir lernten uns in der Nähe von Kuttenberg kennen. Ich raubte Bürger aus, die vor Sigismunds Armee aus der Stadt flohen. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte mir von Pribislawitz. Wozu der Angriff auf Meerhujet? Der Anführer selbst gab den Befehl. Schätze, er wollte den Herren in der Region zeigen, dass er noch lange nicht geschlagen ist. Also plant er weitere Überfälle? Der Anführer hängt ständig was aus. Pribislawitz war erst der Anfang. Also wusstest du von den gefälschten Münzen? Natürlich. Ich brachte die Groschen nach Pribislawitz mit ein paar anderen Dingen. Wirklich? Wo kamen die gefälschten Münzen her? Du meinst, wo sie gefertigt wurden? Weiß nicht. Ein Händler namens Meinhard gab sie mir. Wir trafen uns immer bei den Kohlenmeilern in der Nähe von Rovna, bei der Kreuzung. Wie es der Zufall so will, soll ich ihn ungefähr jetzt dort treffen. Also wartet Meinhard dort. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Er könnte von Pribislawitz gehört und beschlossen haben, nicht zu kommen.
Und weiß Menhard, woher die Münzen kommen? Woher soll ich das wissen? Für mich ist er bloß ein weiteres Glied in der Kette. Ich weiß nicht, mit wem er Handel treibt, so wie er nichts über mich weiß. Verstehe. Also hat es vermutlich keinen Sinn, dich zu fragen, ob du mehr über ihn weißt. Wäre Zeitverschwendung. Er übergab mir die Münzen und dann gingen wir getrennte Wege. Wer weiß noch von dem Geld? Außer dem Anführer, Menhard, Wicht und mir, nur ein paar andere. Die Männer bekamen aber auch richtige Münzen. Hätte sie stutzig gemacht, wenn alle frisch geprägt gewesen wären. Du sagtest, du hast auch andere Dinge geliefert. Welche? Briefe für den Anführer. Menhard gab sie mir und diesmal sollte ich Menhard auch eine Antwort überbringen. Hast du diesen Brief noch? Sicher doch. Diese Bauerntölpel hier interessieren sich offenbar nicht für Briefe. Dann her damit. Mit Freuden. Worum ging es in den Briefen? Glaubst du, man hätte sie mir anvertraut, wenn ich lesen könnte? Ich brachte sie lediglich zum Anführer und zurück zum Menhard. Das war alles. Mehr muss ich fürs Erste nicht wissen. Fürs Erste? Um Gottes Willen, lass ja nicht zu, dass mich der Henker verhört. Ich habe dir alles gesagt, was ich weiß. Das ist Herrn Ratzigs Entscheidung. Ich bin wirklich ziemlich hungrig. Oh nein! Nein! Wahrscheinlich, weil ich einen Brief vorher geklaut habe. Ach. Ich melde mich gleich wieder bei euch, Freunde. Bis gleich. So, wir sind wieder hier. Er hat irgendwie hier geladen. Das muss ich gerade mal schauen. Haben wir den Brief schon geklaut? Ja. Scheiße. Kann ich den zurücklegen? Jetzt warten wir noch mal. Oh mein Gott. Und schauen dann, ich klicke dann noch mal die ganzen... Fragen durch einfach. Ansonsten muss ich eins davor laden und den Brief nicht klauen. Willkommen. Alle. Wer? Als. Ach, meine Schätze. Wo ist. Also. Wird. Mehr. Das. Ich könnte einen Happen vertragen. So ein Mist. Bis gleich. So, willkommen zurück. Ich habe wieder geladen. Diesmal habe ich gleich beim Truppenlager geladen. Denn ich habe die Vermutung, dass wenn ich den Brief vorher klaue, dass das Spiel versucht mir den Brief dann zu übergeben, nachdem ich mit dem geredet habe. Und dann stürzt das Spiel ab. Das ist jetzt meine Vermutung. Jetzt schaue ich mal, ob ich es besser machen kann. So, hatte ich jetzt hier nicht noch kurz was ausgeraubt? Die Truhe, glaube ich, ne? So, dann quatsch mal mit Melika. Heilige Maria, die Schmerzen sind zu stark.
Guten Tag. Ich. Sie. Wie. Hanke. Jetzt. Ich. Oh, ihr seid. Ich. Den. Hey, pass auf. Hm. So. Hoffentlich funktioniert's jetzt. Und ein Glück haben wir vorher gespeichert. Also, Merhoyet ist wirklich ganz schön verbuggt, leider. Vorher ist das Spiel nie abgestürzt, aber Merhoyet. Willkommen. Ich schwör alle. Wer? Ein Glock. Als. Männer. Klick jetzt alles nochmal durch. Vielleicht ist es noch wichtig, dass wir ihn darauf angesprochen hatten. Wer von den. Das weiß ich nicht. Also. Und. Wer aus. Du hast gestanden. Warum? Mehr muss. Das ist Herrn. Verflucht nochmal! Was soll denn das? Dann klaue ich den Brief und bring's Herrn Ratzig. Bis gleich. So, willkommen zurück. Versuch Nummer 3. Jetzt habe ich aber auch die Quest, Herrn Ratzig das zu sagen, oder? Ey, hoffentlich klappt es, sonst ist ja hier irgendwie alles verbuggt. Das wäre nicht gut. Also wir haben es jetzt einmal probiert mit Brief vorher klauen und ohne und es stürzt leider immer ab. Hoffentlich funktioniert das. Einfach den Herrn Ratzig Bescheid geben. Ich habe den Brief ja gelesen. Sonst muss ich mir echt was überlegen, weil dann ist es nämlich die Hauptquest, die hängt. Das wäre äußerst bitter. Will ich nichts zu tun haben. Ich bin aus Merhoyet zurück, Herr. Wie sieht es dort aus? Ich habe aus dem Kloster Hilfe geholt. Bruder Nikodemus und Johanka aus Scarlets. Glücklicherweise gelang es Nikodemus, die Krankheit zu heilen. Zumindest sieht es bis jetzt vielversprechend aus. Dem Herrn sei Dank. Endlich gute Nachrichten. Was ist mit dem Gefangenen? Hast du ihn befragt? Er war auch krank. Hm. Hat er überlebt? Nein. Aber selbst tot war er von Nutzen. Der Schurke war offenbar ein Bote und hatte einen Brief bei sich. Interessant. Und was steht in dem Brief?